Hallo, grüße euch, Paraguay Live. Ich bin der Pit und wie immer herzliche Grüße aus dem sonnigen Paraguay. Wie immer vielen Dank an euch und vor allem an eure Fragen. In diesem Video möchte ich euch gerne bisschen näher bringen, und zwar die Sache von Grundstücken. Aber nicht unbedingt Grundstücke kaufen, sondern Grundstücke vermessen lassen. Da kommen sehr viele Fragen und berechtigte Fragen. Also, falls ihr Interesse habt, bleibt einfach dran, okay? Also das Thema Grundstück bzw. Grundstückskauf habe ich schon immer wieder in meinen Videos erwähnt. Wichtig ist aber natürlich die Dokumente, das ist klar, sage ich immer. Aber noch wichtiger oder genauso wichtig ist die Vermessungssache. Und zwar, es geht darum, dass das Grundstück, also euer Grundstück, was ihr gekauft habt, beziehungsweise vor dem Kauf, ja, sollte man unbedingt sowohl nach den Dokumenten als auch nach dem Vermessungsplan fragen. Das absolut Wichtigste, glaub mir das. Also es kommen immer wieder Leute auf mich zu und sagen, Pit, kannst du mir helfen, ich habe zwar ein Grundstück gekauft, aber. Leute, bitte, denkt doch drüber nach. Warum tut ihr das nicht vorher? Also vor dem Kauf ist es doch viel leichter und viel einfacher. Jetzt kannst du sprechen. Ich kann zu sprechen. Ich bin Vermessungsingenieur. Ich bin Ingenieur Marcos Acosta. Ich arbeite mit Pit. Teamwork. So funktioniert das bei uns. Zwei Personen, ja, ein Team und die Arbeit funktioniert super. Ja, also wie auch immer, Vermessungsingenieur Marcos Acosta. Kann ich nur empfehlen, arbeiten wir zusammen in einem Team, wie immer. Und top Arbeit. Also bis dann. Wir haben Equipo aus Precision. Genau. Technologie. Also die gute Technologie. Und das ist immer wichtig, habe ich ja aufgenommen. Ja? Ja. Also unser Team arbeitet mit korrekt, super. Genau. Super Qualität. Und super Leistung. Und der Ingenieur, der wird immer besser in Deutsch. Und das ist schon mal wichtig. Ja? Ja. Bis dahin. Ciao. Tschüss. So, da sind wir schon mit der Arbeit fast fertig. So, ist wieder ein heißer Tag, also am besten morgens anfangen.
Also wie gesagt, Grundstücksvermessung zeige ich euch hier so ein paar Ausschnitte aus unserem oder unseren Vermessungen. Besser gesagt, wir tun es immer wieder für unsere Kunden, sowohl bei eigenen Grundstücken als auch natürlich bei Vermittlungen. Wobei, wie gesagt, da die Geschichte schon etwas schwieriger ist. Warum? Wenn ich oder unser Team unsere Grundstücke anbieten, dann wissen wir zu 100%, es ist alles in Ordnung. Und falls da noch einige Sachen fehlen, kann ich jedem von euch versichern, dass es zu 100% später funktioniert. Das heißt, ihr habt den Vorteil, falls ihr Grundstücke bei uns, also bei unserem Team kauft, habt ihr 100%ige Sicherheit, dass sowohl die Dokumente als auch die Vermessung als auch die anschließende Übertragung, das heißt auf euch, zu 100% funktioniert. Das heißt, ihr seid nachher die Eigentümer des Grundstückes oder der Grundstücke. Ja, es kommen immer wieder Investitionsanfragen, sowohl aus Europa als auch aus Amerika. Und nicht nur, auch aus Australien hatten wir schon Anfragen. Also es lohnt sich auf jeden Fall, sowohl zu Investitionszwecken als auch als Eigennutzung, die Grundstücke in Paraguay zu erwerben. Aber, liebe Leute, macht es richtig, bitte richtig. Sowohl die Notare als auch die Vermessungsingenieure sind nicht so genau, um es leicht auszudrücken, wie in Deutschland. Also, was heißt das für euch? Der Ärger ist unter gewissen Umständen schon vorprogrammiert. Und das möchten wir gerne in unserem Team einfach vermeiden. Das heißt, klar, ihr bezahlt das Geld, aber wir bringen euch die Top-Leistung. Und dazu stehe ich seit 16 Jahren gemeinsam mit unserem Team. Und das ist der große Unterschied. Klar, man kann alles billiger und schlechter kaufen. Aber die Probleme, die kommen auf euch zu. Also lasst euch gut beraten und kauft Grundstücke, die wirklich sowohl Titel als auch die ordentliche, die richtigen Dokumente mit den richtigen Grundstücksplänen haben. Wir arbeiten wirklich mit ausgesuchten Vermessungsingenieuren. Und das macht unser Erfolg aus. Glaub mir. Also nicht billig, 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 alles sparen. Nein, 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 nein. Die Rechnung, die kommt nämlich später auf euch zu. Und zwar immense Rechnungen, zum Ersten. Und zum Zweiten natürlich der Zeitfaktor. Das heißt also die ganzen Übertragungen, Umschreibungen, und so weiter, die dauern. Und viele von euch haben halt nicht so viel Zeit. Also bitte, vorher nachdenken und später handeln, okay? Also in dem Sinne, mach's gut. So, ich hoffe, ich konnte euch mit diesen kleinen Einblicken in unsere Tätigkeit helfen. Immer. Fragen habt, bitte am besten unten unter dem Video eure Kommentare hinterlassen. Habt ihr schon Grundstücke gekauft? Wenn ja, wo? Habt ihr schon Probleme gehabt? Wie hat es funktioniert? Also man kann sicherlich auch teilen. Ja, eure Erfahrungen. Damit natürlich die Nächsten, die kommen, die gleichen Fehler halt nicht machen. Ja, also ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, einfach Like nach oben und die Kommentare, wie immer, bitte unten. Und links gebe ich euch natürlich weitere Videoempfehlungen
aus unserem Paraguay Live Kanal. Und wie immer, immer Fragen stellen auch unten, damit ich neue Videos an euch weitergeben kann. Okay, also in dem Sinne, mach's gut, bis zum nächsten Video.